Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Easy Sports TV. Ich bin die Steffi und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat beschlossen, dass wir bis zum 30.11. schließen müssen. Wir haben keine Wahl, wir akzeptieren und respektieren das auch schweren Herzens. Allerdings kommen wir nach wie vor zu euch, denn wir gehen mit dir. Und deshalb haben wir ja für euch diese Trainingspläne für zu Hause. Deswegen meldet euch, wenn ihr ein Homeworkout zusammengestellt bekommen wollt oder macht bei unseren Live-Kursen mit. Den Anmeldelink findet ihr bei uns auf der Homepage oder auf den sozialen Medien. Wenn ihr keine Zeit habt für die Kurse, macht mit bei eurem Easy Sports TV und schaut einfach die ganzen Workouts nochmal nach. Reha-Sport findet natürlich nach wie vor statt und ihr könnt ganz normal zu unseren Kurszeiten kommen, nach Sondelfingen und mitmachen. Wir haben natürlich das ganze Hygienekonzept angepasst und das Beste für euch umgesetzt. Ebenfalls die Physiotherapie findet nach wie vor statt. Auch hier könnt ihr mit einer aktuellen Verordnung auf Rezept natürlich vorbeikommen und nach wie vor euch behandeln lassen. Aber wir kommen gerne zu euch nach Hause, denn ich habe ein großartiges Programm heute für euch. Die liebe Jorna ist sehr präsent in dieser Folge. Die wird nämlich ein intensives Workout machen, und zwar Thema Ausdauer. Ihr werdet schwitzen und ihr werdet nach Luft ringen, das kann ich euch versprechen. Danach macht sie noch ein Beinworkout. Kurz und knackig trifft es ganz gut. Danach kommt der liebe Andi. Schnappt euch euren Stuhl, denn es geht um Thema Stuhlworkout. Nicht zu verwechseln mit Stuhlgangworkout. Nein, kann ich dem nicht antun. Ich kann es wirklich nicht. Oh Gott. Ich kann das nicht. Okay, ich mach ab, Andi. Danach schnappt euch euren Stuhl, denn der liebe Andi wird mit euch ein Stuhlworkout machen, ein Ganzkörperkrafttraining in Verbindung mit dem Stuhl. Was da alles möglich ist, schaut rein, es ist ordentlich anstrengend. Zur Belohnung macht die liebe Jorna leckere Proteinbällchen und ich kann euch versprechen, ich habe sie selbst getestet, die schmecken großartig. Wenn ihr ein Fan seid von Vanillekipferl oder Kokosmakron. Okay. Oh, fuck. Wenn ihr ein Fan seid. Wenn ihr ein Fan seid. Okay. Wenn ihr ein Fan von Kokosmakronen seid, passend zum aktuellen Thema Weihnachten bald, dann macht das unbedingt nach. Nicht trocken, nicht komisch, einfach nur lecker und super gesund. Danach macht Cora mit euch ein Sofa-Workout. Sofa hat jeder von euch zu Hause natürlich. Das heißt, keine Ausreden, mitmachen ist angesagt. Und zum Abschluss nochmal die Zerstörung. Der liebe Daniel macht mit euch ein Kraftausdauertraining. Bleibt dran, macht mit, haltet euch fit, bleibt bitte gesund und bis ganz bald. Viel Spaß, tschüss. Hallo ihr Lieben, ich bin die Jorna. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Easy Sports TV. Ich zeige euch heute ein knackiges Beinworkout, das ihr komplett ohne Equipment zu Hause nachmachen könnt. Ihr braucht lediglich ein wenig Platz. Wärmt euch bitte vorher ein bisschen auf, knappe 5 Minuten. Macht ein paar Hampelmänner, Kniebeugen, um einfach euren Puls ein bisschen hoch zu bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Workout jetzt. Ich zeige euch immer eine Übung vor und ihr macht bitte 2 bis 3 Sätze nach, pausiert das Video einfach so lange und habt Spaß. Wir starten mit der ersten Übung, das sind abwechselnde Ausfallschritte. Das heißt, nehmt die Hände vorn zusammen, gern auch so. Wir starten nach hinten mit einem Ausfallschritt, gehen vor und wechseln mit dem anderen Bein ab. Insgesamt machen wir 20 Wiederholungen. Bleibt im Oberkörper schön aufrecht. Sehr schön. Schön atmen dabei.
Der Bauch ist leicht angespannt. Und wenn wir 20 haben, atmen wir kurz durch und ihr startet den zweiten und dritten Satz. Weiter geht's mit der nächsten Übung. Arme wieder vor. Wir stehen schön breitbeinig. Ihr verlagert das Gewicht auf ein Bein und geht so tief ihr könnt. Anschließend zur anderen Seite. Sehr schön, den Po schön nach hinten rausstrecken. Und hier auch wieder 20 schöne Wiederholungen. Versucht schön aufrecht zu bleiben im Oberkörper. Okay. Hier auch wieder 2 oder 3 Sätze. Weiter geht's mit Übung Nummer 3, nochmal eine Ausfallschrittvariation. Wir nehmen die Arme wieder hoch, achtet drauf, der Oberkörper ist schön aufrecht. Diesmal eine Seite zur Zeit. Wir gehen tief und dynamisch das Knie hoch. Wieder tief und hoch. Achtet drauf, der Bauch ist fest. Wir gehen schön gerade runter, das Knie vorn ist im 90-Grad-Winkel. Wir machen 10 knackige Wiederholungen. Schön aufrecht bleiben im Oberkörper. Tief auf. Und eine noch. Wir wechseln die Seite. Gleiches Spiel. Tief auf. Tief auf. Bleibt stabil im Becken. Tief auf. Tief auf. Sehr schön. Atmet schön gleichmäßig. Und auf. Richtig schön hochziehen das Knie. Und eine noch. Sehr schön. Als nächstes folgen Ausfallsprünge. Alter, was ist das? Okay. Als nächstes folgen 20 Ausfallschrittsprünge. Achtet hier bitte schön auf eure Haltung, ja, dass ihr im Rücken gerade bleibt, dass das Knie nicht auf den Boden kommt und dass ihr das vordere Knie auch nicht über 90 Grad beugt. Auf geht's. Wir nehmen die Arme wieder vor und wir springen in den Ausfallschritt und wechseln direkt. 20 schöne Wiederholungen. Bleibt schön aufrecht. Die Hälfte haben wir. Und noch 2. Und geschafft. Sehr schön. Weiter geht's. 5. Übung. Ganz normale Kniebeugen. Arme vor. Oberkörper schön aufrecht. Die Schultern tief. Und wir setzen uns quasi hin. Und wieder auf. Und tief. Streckt die Knie oben nicht ganz durch. Hier könnt ihr schön langsam arbeiten. 4. Wir machen 15. 5. Sehr schön. Das Becken schön nach hinten strecken. Und die 10. Noch 5. Der Bauch ist wieder angespannt. Die Knie bleiben an Ort und Stelle. Noch 2. Einen. Sehr schön. Wir gehen direkt über in die nächste Übung. Und zwar Sumo-Kniebeugensprünge. Wir stehen schön breitbeinig, breiter als hüftbreit. Wir gehen tief und ihr springt ab. 15 Mal. Und 4, 5,
6. Richtig schön hoch springen. 8. 9. 10. 11. Noch 3. 2. 1. Geschafft. Kurz durchatmen und weiter geht's. Wenn ihr kurz zu Atem gekommen seid, geht's weiter mit engen Kniebeugen. Ihr steht mit den Füßen fast ganz zusammen, Arme wieder vor, gleiches Spiel wie bei der normalen Kniebeuge. Achtet schön drauf, dass die Knie sich nicht bewegen, nach außen oder innen. Wir machen wieder 15 und 4. Po schön nach hinten raus. 5. Knie nicht ganz strecken. Und die 7. Drückt die Fersen schön in den Boden. 9. 10. Noch 5. Wenn es in den Beinen zittert, habt ihr alles richtig gemacht. Noch 3. 2. 1. Kurz durchatmen. Es geht weiter mit normalen Kniebeugensprüngen. Ihr steht hüftbreit. Wir gehen wieder tief und Sprung. 15 Stück. 3, 4, 5, 5. Schön hochspringen. Sehr schön. Und geschafft. Eine letzte Übung folgt noch. Und zwar Sumo-Kniebeugen. Wir stehen breiter als hüftbreit. Die Zehen zeigen leicht nach außen. Wir nehmen die Arme hoch. Und wir gehen wieder tief. Und Knie nicht ganz durchstrecken. Tief. Auf 15 Stück. Und tief. Und die 5. Die Fersen wieder tief in den Boden drücken. Drei. Vier. Und noch 5. Nicht zu schnell werden. Schön langsam. Noch 3. Noch 2. Einen. Sehr schön. Das war ein Durchgang. Ihr macht bitte 2 bis 3 Durchgänge. Wer fitter ist, kann ruhig 4 machen. Soll ich das nochmal kurz reden, wenn ich reden kann? Das ist nicht blöd. Noch was. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay. Ist noch drauf? Das war mein kurzes, knackiges Beinworkout. Habt viel Spaß dabei. Achtet auf eure Haltung. Und wie gesagt, powert euch aus. Und viel Spaß. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Jorna. Heute mit einem Cardio High Intensity Workout. Damit habt ihr vielleicht eine kleine Alternative zum Joggen, wenn ihr mal nicht rausgehen wollt oder das Wetter das einfach nicht erlaubt. Genau, das Ganze startet wie folgt. Und zwar setzt ihr euch einen Timer auf 15 oder 20 Minuten. Wer möchte, kann ihn sogar auf 25 oder 30 Minuten setzen. Ich zeige euch die ganzen 8 Übungen einmal durch. Und wenn ich fertig bin, dann startet ihr wieder mit der ersten Übung, bis der Timer abgelaufen ist. Also viel Spaß, Leute, powert euch schön aus und gebt alles. So Leute, noch einmal tief durchatmen und los geht's mit 10 Kniebeugensprüngen. Wir stehen hüftbreit, gehen tief und auf geht's. Springt so hoch ihr könnt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Übung Nummer 1. Weiter geht's mit dem Walking Plank. Wir stehen hüftbreit. Beine bleiben möglichst gestreckt und wir wandern mit den Händen vor, bis wir im Plank sind und wieder zurück. Weiter geht's. Wieder vor und auf. Die Beine bleiben schön gestreckt und ihr wechselt bitte, mit welcher Hand ihr vorangeht.
Und die 4. Und wieder auf. Zieht euch mit dem Rumpf leicht zurück. Und die 5. Die 7. Achtet drauf, dass ihr im Rücken nicht durchhängt. Und wieder zurück. Und einen letzten noch. Sehr schön. Zwischendurch kurz durchatmen. Es geht weiter mit 10 Burpees. Für die Männer unter euch, ihr dürft gern beim Burpee eine Liegestütze machen und auf. Für andere, die es nicht machen möchten, einfach tief vor zurück auf. Und 10 Stück. 3, 4, schön hochspringen. 5, 6, 7. Noch 2. Sehr schön. Atmet nochmal tief durch. Es geht weiter mit 30 Bergsteigern, Mountain Climber. Wir gehen in die Stützposition. Rücken ist schön gerade. Wir ziehen die Knie einzeln an. 30 Mal. Der Bauch ist schön fest. Sehr schön. Weiter geht's. Mit Ausfallschrittsprung. Wieder 10 Stück. Auf geht's. Schön aufrecht. Sehr schön. Nochmal tief durchatmen, wer mag. Trinkt kurz was. Es geht nochmal weiter mit Burpees. 10 Stück. Tief auf. Sprung. Ihr merkt, es geht ordentlich auf die Pumpe. Nehmt euch ruhig kurz 10 Sekunden Pause, kommt wieder zum Atem und weiter geht's. Wir nehmen die Arme hoch und die Knie hoch, 30 Mal. Oberkörper schön aufrecht. Sehr schön. Letzte Übung. Wir gehen in den Ausfallschritt. Anschließend dynamisch mit Sprung hoch. Achtet schön auf eure Rumpfstabilisation. Auf geht's. 5 pro Seite. Und hoch. Tief und hoch. Und hoch. Noch. Einen, andere Seite, tief, hoch, auf. Und 5. Sehr schön. Liebe Leute, euer Timer ist noch nicht abgelaufen, also startet ihr wieder von vorne. Viel Spaß, atmet schön durch danach und lasst euren Puls in die Höhe schießen. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Easy Sports TV. Mein Name ist Andreas und ich habe euch etwas ganz Besonderes heute mitgebracht. Und zwar müssen wir in diesen Zeiten kreativ bleiben. Und deshalb habe ich mir heute für euch einen Ganzkörper-Workout überlegt am Stuhl. Ein Stuhl, denke ich, hat jeder zu Hause.
Und deshalb legen wir jetzt auch gleich schon los mit der ersten Übung. Wir fangen mit der Brust an. Wir begeben uns in die Liegestützposition. Halten den Rücken gerade. Gehen runter und wieder hoch. Wir brauchen nicht hetzen, wir haben genug Zeit. Wir machen die Übung lieber sauber und kontrolliert. Und versuchen jeweils 15 Wiederholungen zu schaffen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und die letzte. Perfekt. Wir machen 30 Sekunden Pause und gehen dann zur nächsten Übung. Wir machen das Ganze heute als Zirkeltraining, sprich eine Muskulatur nach der anderen. Falls euch die Zeit, die Abstände von 30 Sekunden zu lang sein sollten, könnt ihr das Ganze auch reduzieren auf 15 Sekunden oder für die ganz Harten unter euch einfach gar keine Pause machen und direkt zur nächsten Muskelgruppe springen. So, als nächstes machen wir Ausfallschritte. Hierfür legen wir ein Bein auf dem Stuhl ab und ganz wichtig, wir gehen so weit es geht nach vorne, sodass das Knie nicht über eure Fußspitzen kommt. Hände nehmen wir zur Sicherheit nach vorne, um die Balance besser zu halten. Wir machen 15 Wiederholungen pro Seite. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und die letzte. Jetzt wechseln wir das Ganze. Noch 5, noch 4, 3, 2, 1 und absetzen. Als nächstes trainieren wir unsere Bauchmuskulatur. Hierfür gehen wir hier auf den Stuhl drauf, halten uns mit den Händen fest, strecken die Beine komplett aus und ziehen sie wieder an den Körper heran. Hierbei machen wir wieder 15 Wiederholungen. Noch 5, 2, 1 und absetzen. Jetzt tun wir noch was für unsere Arme. Wir fangen mit dem Trizeps an. Wir machen keine Dips, weil Dips kann jeder. Ich zeige euch heute was Besonderes. Wir begeben uns auf die Knie, stützen uns mit den Handflächen ab, gehen gut in die Spannung, die Beine heben wir leicht vom Boden ab, lassen uns mit dem ganzen Gewicht auf die Arme fallen. Schön in die Spannung und hochdrücken. Wichtig ist, dass eure Handgelenke nicht abgeknickt werden, damit keine Handgelenksbeschwerden entstehen. Hier machen wir auch wieder 15 Wiederholungen. Noch 5, 3 und finito. Bei der Schultermuskulatur wird es etwas kniffliger. Deshalb nehme ich mir jetzt hier eine Kiste mit zur Hand. Wir machen die Übung jetzt mit 2 Flaschen. Falls es euch zu leicht sein sollte, könnt ihr auch einfach 2 Kisten kaufen und mit denen die Übung machen. Wir setzen uns hin, nehmen hier 2 Flaschen raus, machen Seitheben. Stellt euch vor, ihr würdet die Flasche nehmen und ausschütten. Ich mache es einmal kurz vor.
Die Arme sind nicht ganz durchgestreckt, leicht angewinkelt. Und die Übung muss fließend ausgeführt werden. Wichtig ist, dass ihr nicht zu eng am Körper greift und aus dem Nacken arbeitet. So. Sondern wirklich schön einen großen Bogen macht. 15 Wiederholungen machen wir insgesamt. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Jetzt merke ich schon langsam, wie der Punkt reinkommt. Jetzt machen wir noch was für die hintere Schulter und den oberen Rückenbereich. Hierfür nehme ich mir wieder 2 Flaschen zur Hand. Ihr werdet auch nicht mehr brauchen, glaubt mir. Ihr legt die Stirn auf den Stuhl ab. Nehmt die Flaschen vorne zusammen und geht so weit wie möglich nach hinten. Guckt dabei, dass ihr die Arme nicht ganz durchgestreckt haltet. Hierbei machen wir wieder 15 Wiederholungen. Noch 5, 3, 2, 1 und finito. Jetzt zu guter Letzt fehlt nur noch der Bizeps. Die Übung machen wir diesmal im Sitzen. Nehmen uns wieder 2 Wasserflaschen. Schauen, dass wir uns zurücklehnen, die Schulterblätter aktiv nach hinten ziehen. Wir fangen gerade an und drehen die Flasche ein. Schaut, dass ihr oben die Flasche etwas haltet, um die Kontraktion im Bizeps gut zu spüren. Wir machen jeweils 15 Wiederholungen pro Seite. Achtet darauf, dass ihr den vollen Bewegungsablauf wahrnehmt. Keine halben Wiederholungen und nicht aus der Schulter arbeiten. Noch 5. Noch 4, noch 3, 2, Endspurt und fertig. Okay, das war mein Ganzkörper-Workout. Ich denke, es war für jeden etwas dabei. Ich freue mich auf eure positiven Rückmeldungen. Mein Name ist Andreas, das war EasySports TV. Wir gehen mit dir. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom EasySports TV. Ich bin Jona und ich zeige euch heute noch ein Rezept. Und zwar habe ich hier schon mal was vorbereitet. Aus dem Ganzen entsteht dann später ein sehr proteinreicher Snack, den ihr entweder vor, nach dem Workout, abends auf dem Sofa oder einfach für zwischendurch essen könnt. Genau. Für das Ganze braucht ihr bloß 6 Zutaten und zwar Eiweißpulver eurer Wahl, da könnt ihr wirklich benutzen, was ihr möchtet. Dann habe ich hier gemahlene Mandeln benutzt. Ihr könnt aber auch gerne Mandelmehl für eine etwas fettfreiere Version benutzen. Dann braucht ihr Natural Peanut Butter, sage ich jetzt mal, also Erdnussbutter, wo wirklich nur Erdnüsse drin sind. Kein Fett, kein zugesetzter Zucker. Das bekommt ihr mittlerweile sehr günstig im Internet oder beim DM. Dann habe ich hier Kokosöl. Agavendicksaft, da könnt ihr aber auch Honig benutzen oder andere natürliche Süßungsquellen, sage ich jetzt mal, möglichst keinen Zucker. Und dann habe ich hier noch ganz normale Kuhmilch, ihr könnt aber auch gern Pflanzenmilch benutzen. Genau, das Ganze mixt ihr und zwar nehmt ihr 90 Gramm vom Eiweißpulver, 90 Gramm von den gemahlenen Mandeln,
60 Gramm Erdnussbutter, genauso 60 Gramm Süßungsmittel. Dann kommen 2 Esslöffel Kokosöl dazu. Das könnt ihr einzeln in der Schüssel zubereiten quasi und dann nochmal in die Mikrowelle geben, dass es sich einfacher vermengt. Und zum Schluss kommen dann noch 4 Esslöffel Milch dazu. Das Ganze vermengt ihr entweder mit den Händen oder mit einem Löffel in der Schüssel. Es wird später sehr zäh, sage ich jetzt mal. Und wenn es dann schön vermengt ist, dann nehmt ihr euch einfach eine kleine Menge raus. Natürlich Hände waschen vorher nicht vergessen. Rollt ein kleines Bällchen. Genau, sehr schön. Und wer mag, kann das Ganze noch in Kokosflocken wälzen. Oder aber, wenn ihr jetzt Schoko-Eiweißpulver nehmt, könnt ihr natürlich auch Kakaopulver nehmen. Genau. Und so sieht das Ganze dann später aus. Es ist ein bisschen Arbeit. Also ihr braucht ein paar Minuten, um diese Kügelchen herzustellen. Aber im Nachhinein sehr, sehr lecker. So. Und wir dürfen jetzt hier gleich mal probieren. Genau, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept. Probiert's aus, stärkt euch damit und lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß! Hallo zusammen, willkommen beim Easy TV. Ich bin die Cora und ich zeige euch heute einen Workout am Sofa. Jeder hat ein Sofa zu Hause. Und da machen wir ein Ganzkörper-Workout, zeige ich euch so 6 Übungen und die machen wir dann zusammen durch. Okay. Ich zeige euch immer einen Satz, dann drückt ihr auf Pause, macht davon 3 Sätze und dann kommen wir zur nächsten Übung. So, dann kommen wir jetzt auch schon zur ersten Übung und zwar den Ausfallschritten. Dann nehmen wir den rechten Fuß nach vorne, legen den linken hinten am Sofa auf und gehen dann 90 Grad Winkel nach unten und schauen, dass hier das Knie nicht über die Zehenspitze drüber geht und machen davon 15 Wiederholungen. Das spürt ihr auch schön im Arsch und im Oberschenkel. Und noch 2, 1. Dann natürlich nicht vergessen, dass wir es auch mit dem anderen Fuß machen, weil wir wollen ja beide Beine trainieren. Legen wir den rechten Fuß hinten auf, der linke ist vorne. Könnt ihr euch auch schauen, wie es für euch angenehm ist, nur dass das Knie nicht über die Fußspitze geht. Und dann wieder nach unten. Wieder 15 Wiederholungen. Vier, fünf, 6, 7, immer schön das Gleichgewicht halten, 8, 9, 10 und noch 5, 1, 2, 3, 4 und 5. Genau, jetzt macht ihr davon nochmal 2 Sätze, dass ihr 3 habt, klickt auf Pause und dann kommen wir auch schon zur nächsten Übung. So, als nächstes machen wir nochmal eine Beinübung, Step-Ups, da stellen wir uns gerade hin. Und machen wie einen Schritt nach oben. Machen unseren Fuß hier drauf, spüren das dann auch schön im Arsch. 1, immer schön das Gleichgewicht halten. Ihr merkt, das Sofa ist auch ziemlich weich, wodurch ihr die Fußstabilität auch nochmal stärkt. 7, 8, 9, 10. Ihr werdet merken, dass es ziemlich unstabilisiert ist. Jetzt machen wir den anderen Fuß. Ich habe jetzt 10 gemacht, ihr könnt aber auch gerne 15 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 10. Jetzt habt ihr beide Beine gemacht. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Übung. Wie gesagt, ihr drückt wieder auf Pause, macht eure 3 Sätze, zwischen 10 und 15 Wiederholungen. Und genau, dann kommen wir jetzt zur nächsten Übung. Jetzt haben wir ja schon 2 Übungen für die Beine gemacht. Jetzt kommen wir zum Bauch. Da setzen wir uns auf den Sofarand, halten uns mit den Händen hinten so ein bisschen fest, stricken unsere Beine aus und machen die Schere. Da auch schön im Rumpf die Spannung halten
Genau, und da machen wir wieder 10 bis 15 Wiederholungen. Noch 2. Und fertig. Da jetzt, wie gesagt, wieder 3 Sätze. Und dann sind wir mit der Übung auch schon durch. Dann kommen wir zur nächsten. So, da machen wir jetzt nochmal eine Übung. Die ist auch so wieder für den Rumpf und ein bisschen für den Popo. Da legt ihr euch am besten, ich habe mir jetzt ein Fell genommen. Ihr könnt einfach ein Handtuch nehmen oder einen weichen Untergrund. Dann legt ihr euch mit dem Rücken auf das Fell oder auf das Handtuch drauf. So, macht die Füße nicht an den Sofa ran, sondern ein bisschen weiter hinter, damit ihr auch ein bisschen unstabilisiert seid und die das halten müsst. Und dann Handflächen neben den Popo und nach oben. Das sind Hip Thrusts. Ihr merkt, dass es ein bisschen wackelig ist. Da machen wir 15 Wiederholungen. Wer es ein bisschen schwerer haben will, der kann es auch mit einem Bein machen. Da aber dann nicht vergessen, die andere Seite natürlich auch noch zu trainieren. Da wieder 10 bis 15 Wiederholungen. Ich mache jetzt die andere Seite auch nochmal. Habe jetzt 10 gemacht. 3, 4 und oben schön durchstrecken. 6, 7, 8, 9 und 10. Genau, davon macht ihr jetzt wieder 3 Sätze. Und jeweils 10 bis 15 Wiederholungen. Ihr könnt es euch aussuchen, je nach Schweregrad. Einbeinig, dann müsst ihr natürlich beide Seiten machen. Oder ihr macht es mit beiden Füßen. Dann kommen wir auch gleich schon zur nächsten Übung. So, genau, jetzt gehen wir noch ein bisschen höher. Und zwar machen wir jetzt die Dips. Da beanspruchen wir den Trizeps und leicht auch die Schulter. Gehen wir so hin. Und dann im 90-Grad-Winkel nach unten. Und drücken uns mit dem Trizeps hoch. Da auch wieder 10 bis 15 Wiederholungen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Wer will, kann es auch gerne ein bisschen langsamer machen und auch mal oben halten so. Genau. Davon jetzt wieder 3 Sätze, zwischen 10 und 15 Wiederholungen und könnt es auch ein bisschen langsamer machen, dann spürt ihr es schön brennen und dann wären wir mit der Übung auch schon wieder durch. So, jetzt kommen wir zur letzten Übung und zwar die Liegestützen, die machen wir auch im Sofa. Es wird auch ein bisschen wackelig sein. Gehen wir ein bisschen weiter schulterbreit mit den Händen auf das Sofa, Sofakante und gehen dann langsam nach unten. Das spürt ihr schön in der Brust. Nicht zusammenfallen, schön die Stabilität halten. Und da auch wieder 10 bis 15 Wiederholungen, 3 Sätze und dann werden wir mit dem Sofa-Workout auch schon durch. Ihr seht, ich bin auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, war echt anstrengend, muss ich sagen. Und genau, bleibt am Ball, macht unsere Workouts und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ciao! Hallo zusammen, ich bin Daniel. Ja, herzlich willkommen bei Easy Sports TV. Ich stelle euch heute ein Ganzkörpertraining vor, was im Zirkelsystem funktionieren wird, also immer mehrere Übungen im Wechsel, mehrere Runden. Das Ganze läuft so ab, ich erkläre euch einmal kurz das Konzept von dem Training heute, ja, also was für welche Wiederholungsanzahl etc., wie es ablaufen soll. Dann gehe ich auf die einzelnen Übungen ein, damit ihr genau wisst, was ihr zu tun habt und auch ein paar Variationen an der Hand habt. Und als letztes gehen wir dann noch mal ein bisschen drauf ein, wie können wir den Fokus verändern. Das heißt, an sich der Plan wird eher auf Muskelaufbau abzielen. Wir können es natürlich aber auch ein bisschen athletischer gestalten oder mehr Richtung Kraftausdauer oder auch HIIT-Training, also dass es mehr Richtung auch Cardio geht. Okay, also dann beginnen wir mit dem Konzept. Es sieht folgendermaßen aus. Wir haben 7 verschiedene Übungen, die im Wechsel durchgeführt werden. Das Ganze läuft so ab, dass ihr 15 Wiederholungen pro Übung macht. Ja, das heißt, relativ hohes Volumen, deswegen Muskelaufbau. Dazu kommt, dass wir die Übungen oder die Wiederholungen relativ langsam durchführen. Das heißt, das nachgebende exzentrische 3 Sekunden und dann das überwindende konzentrische etwas dynamischer 1 Sekunde. Allerdings ist es so, ja, also das
zeige euch da noch, kein Problem. Ja, ihr werdet dann sehen, was bedeutet dieses Tempo 301. Wenn ihr es jetzt noch nicht verstanden habt, kein Thema, ihr seht es dann bei den Übungen. Dann ist es so, zwischen den Übungen, also wenn ihr mit der einen Übung fertig seid, macht ihr circa 30 Sekunden Pause, also einfach kurz verschnaufen, nicht sofort zur nächsten Übung sprinten. Und so macht ihr alle Übungen durch. Wenn dann alle Übungen durch sind, habt ihr 2 bis 3 Minuten Pause, ja, also eine lohnende Pause, ein bisschen Regeneration, damit ihr dann wieder die 15 Wiederholungen schafft, um wiederum mehr Volumen zu generieren. Dazu kommt noch, dass diese 15 Wiederholungen sind optimalerweise nicht euer Limit. Das heißt, ihr könntet vielleicht 20 Wiederholungen und dann ist es das Ziel, 3 mal 15 Wiederholungen hinzubekommen. Also 3 Durchgänge, a 15 Wiederholungen. Wer kann, kann natürlich auch 4 machen, aber da reden wir dann nachher noch mal später drüber, wie es ist, wenn man diese 3 Durchgänge schafft, was man dann vielleicht auch machen könnte, statt noch einen 4. Durchgang ranzuhängen. Das heißt, ein Durchgang geht grob 10 bis 12 Minuten. Heißt, wenn ihr 3 Durchgänge schafft, seid ihr bei einer guten halben Stunde und damit eigentlich wirklich effektiv. Okay, die erste Übung heißt Bulgarian Split Squat. Sieht folgendermaßen aus, ihr braucht irgendeine Erhöhung, also zum Beispiel einen Stuhl oder das Sofa, egal was im Prinzip, habt ihr das hintere Bein drauf. An sich ist es so, die Füße sollten nicht arg weit versetzt sein, also nicht sowas hier, sondern relativ nah beieinander. Immer Wirbelsäule gerade stellen, ja, also neutrale Position, also nicht zum Beispiel sowas hier, ganz viele landen dann hier im Hohlkreuz, sondern hier wirklich gerade machen. Genauso natürlich kein Rundrücken, sondern hier zack, schön stabile gerade Wirbelsäule. Jetzt gehe ich runter mit leicht vorgebeugtem Oberkörper, ja, bis fast mein Knie den Boden berührt und jetzt drücke ich nach oben. Ja, und das Ziel ist, dass ihr wirklich die Last auf diesem vorderen Bein habt. Ja? Das heißt, dass hier aus der Oberschenkelvorderseite gedrückt wird. Das heißt, dieses hintere Bein ist eigentlich nur zum Stabilisieren da und nicht, dass ihr aus dem hinteren Bein euch hochdrückt. Klar, wenn ich irgendwann mal nicht mehr kann und diese Wiederholung hinzubekommen, könnt ihr natürlich auch gerne ein bisschen von hinten Druck geben, dass ihr die Wiederholung eben schafft. Was jetzt auch relativ relevant ist, also nicht zu großen Schritt hier machen. Ja, sonst seht ihr, komme ich hier hinten rein, jetzt drücke ich nicht wirklich aus dem vorderen Bein. Das heißt, so auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht am Ende überlappen. Wird es auch sehr kniedominant. Also hier so eine gute Position, dass wenn ihr hier runter geht, das Knie geht leicht nach vorne. Hier Last auf dem vorderen Bein. Und jetzt drücke ich mich auch wirklich nach vorne oben. Also ich bin hier am Ende über dem Bein, drücke wirklich aus dem Oberschenkel raus, nach oben, ja, und nicht zum Beispiel jetzt irgendwie so nach hinten. So, ich drücke aus dem vorderen Bein. 301 Tempo bedeutet 1, 2, 3, 1. Nicht ruckartig, nicht runter und plötzlich so nach oben, sondern 1, 2, 3, 1. So sieht das Ganze aus. Das ist die erste Übung. 15 Wiederholungen links, 15 Wiederholungen rechts oder andersrum. Dann geht es über zur zweiten Übung. Okay, also jetzt hatten wir den vorderen Oberschenkel. Jetzt gehen wir nicht gleich über zum hinteren Oberschenkel, der kommt natürlich auch noch, aber wir machen jetzt quasi eine Beinpause und legen die Brust ein, heißt Liegestütze, relativ klassisch. Trotzdem nochmal die wichtigsten Sachen. Ja, erstens nicht zu breit gehen. Wenn ihr so extrem breit drückt, drückt ihr fast nur aus der vorderen Schulter und ihr kriegt oft auch mit der Zeit Schulterprobleme. Heißt, etwas enger gehen und das Ziel ist, wenn jetzt hier, ihr geht nicht nach hinten runter, so jetzt wird es extrem Trizepsdominant, sondern hier die Brust kommt nach vorne und jetzt seht ihr, meine Ellbogen sind im Prinzip 45 Grad weg vom Körper. Ja, also das bedeutet, wenn ich drücke, bin ich in etwa so. So wäre 90 Grad, so wäre 0 Grad ganz, aber ihr wollt in der Mitte sein. Neutrale Position für die Schulter und dann trefft ihr gut Brust und Trizeps. Wieder Tempo 301 bedeutet 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Also keine Pause unten machen, aber trotzdem auch wieder das Thema schneller nach oben, aber nicht ruckartig, nicht den Muskel verlieren, nicht plötzlich dran reißen. Ja, sauberen Stimulus für Muskelaufbau. Jetzt ist natürlich so, dass es viele gibt, für die sind entweder 15 Wiederholungen zu viel, also ist zu schwer mit der Liegestütze, oder zu leicht. Das heißt, mal ein paar Variationen. Klar ist, erstmal, ja, wisst, Knie auf dem Boden, ja, ist natürlich deutlich leichter. Dann zum Beispiel, wenn es um Schwere geht, deutlich schwerer, wäre dann natürlich hier einarmig die Liegestütze. Ist aber ziemlich hart, gerade auch mit diesem Thema 301, also langsame, kontrollierte Wiederholung. Jetzt gibt es aber noch mehr Optionen, wie man die Liegestütze schwieriger machen kann. Zum Beispiel kann ich versuchen, quasi mit meinen Händen nach innen zu drücken. Das heißt, ich bin auf dem Boden, ich kann natürlich nach innen gehen. Aber wenn ich hier quasi versuche, die Hände zusammenzuschieben,
Dann habe ich diese Adduktion hier, das heißt, hier kommt richtig Druck auf den Brustmuskel. Das ist so, wie wenn ihr zum Beispiel Fleiß macht. Ja. Deswegen so drücke ich zusammen. Das heißt, während der ganzen Wiederholung versuche ich zusammenzudrücken und habe plötzlich viel mehr Spannung auf den Brustmuskel. Ja, also auch so kann ich das zum Beispiel schwieriger gestalten. Natürlich gibt es auch immer Möglichkeiten, wenn ihr zum Beispiel Bänder zu Hause habt, dass ihr in die Bänder reingeht, um den Nacken habt. Das heißt, wenn ich nach unten gehe, ist keine Spannung auf dem Band. Wenn ich nach oben drücke, kommt plötzlich Spannung drauf. Also gibt es unglaublich viele Variationen, könnt ihr euch auch im Internet schlau machen. Das heißt, da findet jeder auf jeden Fall für sich eine Variante, die dem Schwierigkeitsgrad entspricht, dass er so grob eben 20 Wiederholungen hinbekommen würde, wenn er das einfach so macht. Genau. An sich könnt ihr zum Beispiel auch noch die Wand suchen in eurem Haus, ja, und auch ein bisschen den Fokus verändern. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier bei der Wand nach oben gehe, so zum Beispiel, und die Liegestütze mache, habe ich mehr Fokus auf der oberen Schulter. Ja, also durch die schräge Position oder auch allgemein, wenn man zum Beispiel so unten ist, ja, habe ich wieder normal die Brust, aber ist auf jeden Fall auch anstrengender, als einfach nur auf den Boden zu machen. Das heißt, seid da kreativ und ihr findet auf jeden Fall was, was für euch passt. Das war die zweite Übung. Jetzt geht es über zum hinteren Oberschenkel. Okay, also für den hinteren Oberschenkel zum Zeigen muss ich jetzt hier auch ein bisschen kreativ werden, weil wir haben hier einen Gummiboden, was nicht ganz optimal ist eigentlich, weil hier muss man rutschen mit können mit den Füßen für die Übung. Heißt, bei euch zu Hause optimal wäre irgendein glatter Untergrund, glatter Boden und ein Handtuch. Ja, man kann es auch nur mit Socken an auf der Ferse machen, aber ist nicht so angenehm für die Ferse. Das heißt, ich habe mir hier für den Gummiboden zwei Tüten genommen, dass ich rutschen kann. Sieht jetzt wie folgt aus. Ihr macht hier so eine Brücke, ja, richtig schön oben. Klar, Spannung auf dem Po, wirklich aktiv den Po anspannen. Schön gerade sein, Bauchmuskeln anspannen, Kopf ablegen, ja, der soll nicht verkrampfen. Und jetzt rutsche ich nach vorne. 1, 2, 3 und 1, komm wieder hoch. Dann nach Möglichkeit die Hüfte oben lassen, ist bei mir gerade ein bisschen runtergekommen. Liegt daran, dass ich hier nicht optimal rutschen kann. So sieht das Ganze aus. Ja, ihr werdet merken, zum Beispiel, bei mir fängt es jetzt schon direkt halber an zu krampfen. Ja, sehr unangenehme Übung. Auch hier ist es natürlich so, es gibt Leute, für die ist das vielleicht zu einfach. Die können es einbeinig machen. Würde mich aber sehr wundern, wenn man langsam 15 Wiederholungen hinkriegt. Dann zum Beispiel könnt ihr ein Band dazu nehmen. Da habe ich das natürlich um die Füße nehmen und mit den Händen festhalte und nach vorne rutsche, dann drückt es quasi in die andere Richtung. Das heißt, dann wird es einfacher. Auf der anderen Seite, ich könnte zum Beispiel so anfangen, machen wir hier ein Band drumherum und hier um den Pfosten. Wenn ich jetzt quasi ranziehe, dann kommt mehr Spannung drauf. Das heißt, es wird noch schwieriger ranzuziehen. Ja, also so kann man natürlich auch gerade mit Bändern zum Beispiel immer wieder die Schwierigkeitsstufe verändern. Aber die meisten Leute werden mit der Grundübung ganz einfach ohne Band irgendwas, beide Beine vor und zurück gut bedient sein. Das geht sehr, sehr stark auf den hinteren Oberschenkel. Und nicht vergessen, eben immer versuchen, während der ganzen Übung den Po mit zu aktivieren, mit anzuspannen, dass es eben nicht nur aus dem hinteren Oberschenkel kommt, sondern auch aus dem Po. Okay, also jetzt hatten wir vorderer Oberschenkel, Brust, hinterer Oberschenkel. Jetzt brauchen wir natürlich unter anderem noch den Rücken. Das machen wir, quasi Rudern. Diese zwei Kurzhantel-Schrägbänke simulieren Stühle. Ich habe es auch zu Hause getestet. Funktioniert mit dem Stuhl, klar. Mit Vernunft trainieren, testen, ob die Stühle, ich weiß ja nicht, was ihr für welche habt, ob die dann auch halten. Aber wie gesagt, bei mir hat es funktioniert. Ihr greift zum Beispiel jetzt eben hier die Lehnen. So, hier habe ich 90 Grad im Bein. Und jetzt hier, Bauchmuskel natürlich angespannt, Po angespannt, ziehe ich mich möglichst weit nach oben und wieder runter. Das Ganze wieder 3-0-1. Also heißt hier, jetzt fange ich an konzentrisch 1 und dann 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. So sieht das Ganze aus. Treffen wir klar, Lat, Trapez, Rhomboideen, eben den Rücken. Auch hier ist natürlich zum Beispiel so, ihr könntet das auch an einem Tisch machen. Ja, gucken halt, dass der Tisch vielleicht nicht in der Mitte eine Säule hat, nur eine, sondern dass die Beine außen sind vom Tisch, dass der nicht abkracht, wenn ihr unten dran hängt. Oder zum Beispiel, wenn ihr irgendwie Besenstiel aus Metall habt, könnt ihr auch die zwei Stühle drehen mit den Lehnen, den Besenstiel drüber legen, dann habt ihr eine richtige Stange zum Ziehen. Ja, also auch da gibt es Möglichkeiten. Genauso jetzt ist im Rudern. Das Flache trifft natürlich den Lat ein bisschen anders. Man kann es natürlich jetzt zum Beispiel auch mehr so hier quasi aufrecht machen,
Ja, da könnte ich mich sogar so komplett ziehen wie ein Klimmzug an den Stühlen. Also auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Oder für wen das zum Beispiel zu leicht ist, das Rudern, kann einfach das hier machen. Gibt aus den Calisthenics und sich so hochziehen. Ja, also auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, das einfacher oder schwieriger zu machen. Beziehungsweise einfacher wird in dem Fall, also ist schon relativ einfach mit den Füßen angewinkelt auf dem Boden. Man könnte es theoretisch auch einarmig machen, wer es sauber hinkriegt. Genau, aber denkt dran, 15 Wiederholungen, 301. Also wenn ihr auf Muskelaufbau seid, nicht vom Ego bekommen lassen, immer schwieriger, schwieriger, schwieriger und irgendwann schafft ihr 5 Wiederholungen, da habt ihr keinen so guten Reiz, zumindest mal für Muskelaufbau. Das heißt, seid ehrlich mit euch, wo könnt ihr das Volumen stemmen? Okay, die nächste Übung wäre ein Handstand-Push-Ups. Jetzt nicht erschrecken, ich weiß, es ist für viele sicherlich ziemlich unmöglich, 15 Wiederholungen so langsam zu machen. Ich mache es trotzdem mal vor und dann gehen wir kurz noch durch, was für Stufen gibt es, wie können wir es ein bisschen einfacher machen. Hände nicht zu nah und nicht zu breit ransetzen, weil es ist, wenn ich jetzt nah rangehe und sehr breit, dann drücke ich am Ende wieder hier in dieser einen Linie. Und das ist für die Schulter aus anatomischer Sicht nicht so gesund, nicht so gut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so hoch und runter gehe, dann knackt es bei mir schon hier im Schultergelenk. Das heißt, auch hier gilt wieder, Ellbogen etwas innen haben. Ja, also hier rein, das ist die, im Prinzip die neutrale Position für die Schulter. Kann man sehr gut, hat man viel Kraft, kann man gut drücken und es belastet die Schulter nicht sehr. Das heißt, ich gehe ein bisschen enger, ein bisschen weiter weg. Und dann selbes System wieder, langsam runter. 1, 2, 3, 1. Das heißt, ich gehe hier mit den Schultern quasi nach vorne ein Stück und drücke raus. Dadurch soll es wirklich auf die Schulter gehen. Wenn der Ellbogen nach hinten kommt, ist es wieder eher Trizepslastig. Wobei der Trizeps in dem Fall natürlich mitgetroffen wird. So, klar, das ist jetzt ziemlich hart, vor allem mehrere Durchgänge, 15 langsame Wiederholungen. Also, was können wir machen? Zum Beispiel, viele, die vielleicht Calisthenics sich damit ein bisschen auseinandersetzen, die kennen das schon. Bin hier, gehe relativ nah ran mit den Beinen und mache es jetzt so hier. Ja, auch Schulter-Trizeps, wenn man besser gedehnt ist als ich, kann man noch ein bisschen weiter vorlaufen, dann trifft man es noch ein bisschen besser von oben. So, das ist zum Beispiel schon mal einfacher. Genauso auch, damit es nicht so kompliziert ist mit diesem Ranlaufen, Dehnung und so weiter, kann man zum Beispiel auch sich einfach eine Erhöhung wieder suchen. Ja, und dann von hier wirklich schön von oben hier reinkommen. Es ist halt wichtig, dass man jetzt nicht wieder sowas hier macht, Liegestütze, sondern wirklich versucht hier von oben zu arbeiten, dass es aus der vorderen Schulter kommt plus Trizeps. Ja, also wir wollen die vordere Schulter treffen. Alternativ reden wir aber nachher noch mal am Ende dann ein bisschen drüber. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt keine Variation findet, die für euch leicht genug ist, ist es auch absolut in Ordnung zu sagen, gut, dann mache ich hier mal keine Wiederholungen, sondern ich gehe so weit runter, wie ich es halten kann. Versucht es maximal lange zu halten, jeden Durchgang. Und irgendwann, wenn ihr merkt, das ist sehr leicht für euch, ja, ihr werdet stärker, dann könnt ihr versuchen, wieder zu den Wiederholungen überzugehen. Und dann zum Beispiel mit der leichteren Sache anfangen. Wenn die Wiederholungen sehr gut laufen, ihr schafft vielleicht sogar 4, 5 Durchgänge, dann geht ihr über zum Handstand, setzt nochmal einen drauf. Also für euch immer die passende Stufe wählen und halt gucken, dass ihr besser werdet und dann passt es. Okay, jetzt hatten wir 2 Übungen mehr für die vordere Kette, also Liegestütze plus jetzt mit Handstand, also Schulter, Trizeps, Drücken, Brust. Einmal nur Rudern, Rücken, heißt, wir machen jetzt natürlich nochmal was für den Rücken. Wobei das jetzt hier eher, ja, also es sind die Zählen zwar auch Wiederholungen, aber es ist eher Richtung statisches Halten. Heißt, YTW sieht so aus, ja, ich hebe hier die Brust leicht an, habe hier Spannung. Y ist diese Position, ja, das macht man mit dem Oberkörper und Y. Dann die Daumen nach oben, kurz eine Sekunde halten. T, eine Sekunde halten. W, Handflächen hier nach innen drehen. Und dann wieder nach vorne kommen. Das heißt, wenn man das ganze YTW durch hat, ist sozusagen eine Wiederholung. Jetzt ist es so, Fokus liegt auf dem Rücken. Das heißt, natürlich geht es jetzt auch gerade eben auf die Schulter mit den Armen hier halten. Aber das Ziel ist sozusagen nicht hier möglichst hoch zu kommen, ja, als Hohlkreuz, sondern nur eigentlich hier leicht anheben, Rücken angespannt, Po angespannt. Und jetzt hier die Hände möglichst nach oben. Dadurch quasi auf die hintere Kette mehr Spannung halten, halten. Halten und wieder nach vorne. 1, 2 und so versuchen, die Hände oben zu lassen. Ja, je nachdem, wenn es vielleicht ein bisschen zu anstrengend ist, am Anfang so lang zu halten, könnt ihr eben entweder ein bisschen schneller machen, wobei ich würde eher empfehlen,
wirklich das langsam kontrolliert zu machen, nicht in Hektik. Und dann macht man hier halt vielleicht mal nur 10 Mal das YTW durch, müsst ihr einfach schauen, wo euer Stand ist, weil das kann man jetzt nicht direkt einfacher machen. Schwerer, natürlich schon. Ja, ihr könnt irgendwelche Wasserflaschen oder irgendwas in die Hand nehmen. Ihr werdet schon kleine Gewichte sehr stark merken, weil es ist ja klar, langer Hebel. Wenn hier außen das Gewicht ist, kommt ziemlich Zug drauf auf die Muskulatur, die das Ganze in der Position halten muss. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, wenn man nicht irgendwie 10 Kilo Hanteln zu Hause hat. Das wird nicht funktionieren. Okay, also wir hatten Vorderoberschenkel, Brust, hinterer Oberschenkel, Rudern, Schulter, Trizeps durch das Handstand-Push-Up, nochmal den Rücken, hintere Kette. Das heißt, jetzt haben wir da an sich alles eigentlich abgedeckt, ordentlich. Was fehlt natürlich noch? Rumpf. Rumpf extrem wichtig, das heißt, wir machen noch eine Übung für den Rumpf. Allerdings, was euch immer klar sein sollte, egal welche Übung ihr macht, der Rumpf ist eigentlich immer mit drin, ihr spannt immer aktiv an. Das heißt, egal welche Übung, ihr lommelt nie irgendwie mit dem Mittelteil hier rum. Egal, ob zum Beispiel bei der hier, so was ist mit dem Einbeinigen, ja, hier auch Po angespannt, Rumpf angespannt, gerade Wirbelsäule und dann komme ich hoch. Ja, das heißt, es ist immer Spannung drauf, egal was ihr macht. Ja, das ist wichtig. Aber jetzt nochmal gezielt den Rumpf treffen. Ihr solltet was Weicheres unter den Knien haben, sonst ist es ein bisschen unangenehm. Ich brauche wieder meine Tüten, ja, weil ich rutschen muss. So, normal Rollouts, ja, da rollt man, da nimmt man normal irgendwas, was rollt, wie so ein extra Rad dafür oder man kann es mit einer Stange machen, die Gewichte drauf hat, ja, dass man rollen kann. Habe ich jetzt oder haben wir alle zu Hause oft nicht. Heißt, so eine Variante bei euch, glatter Boden, Handtuch nehmen oder sowas oder auch Tüten, egal, dann könnt ihr mit den Händen rutschen. Sieht jetzt so aus. Ja, ihr rutscht nach vorne. Kurz anhalten und wieder nach hinten. Jetzt ist es so, man kann die Übung auf zwei Arten machen. Man kann sie lat-dominant machen oder eben aus dem Rumpf lat-dominant wäre. Ich bin hier vorne und jetzt ziehe ich wirklich hier aus den Händen, aus den Armen. Das heißt, ich verringere hier diesen Rumpfwinkel. Das heißt, ich ziehe hier, treffe den Lat. Das wollen wir nicht. Wir wollen das als Rumpfübung machen. Das heißt, ich bin hier vorne und jetzt mit dem Po quasi, mit den Bauchmuskeln fange ich an zu ziehen. Lass wieder nach vorne, zieh aus dem Rumpf. Das heißt, ich arbeite nicht aktiv mit den Armen. Das heißt, zum Teil so ein bisschen schließt sich der Winkel. Da verändert sich aber nicht so viel. Sondern das Ganze ziehe ich aus dem Rumpf und wir wollen Spannung drauf lassen. Das heißt, ich mache nicht den hier, weil jetzt habe ich keine Spannung mehr auf dem Rumpf. Sondern hier höre ich auf und hier kann ich wirklich nochmal hier so richtig, ihr seht, ich rolle nochmal die Hüfte ein, spanne die unteren Bauchmuskeln an. Jetzt gehe ich wieder langs, drei nach vorne. Aktiv reinziehen, wieder nach vorne lassen. Ja, und dann müsst ihr auch gar nicht hier ganz nach vorne hoch und runter gehen, weil da trefft ihr oft den Rumpf nicht mehr so gut. Ihr kriegt ein Hohlkreuz. Hohlkreuz wollen wir natürlich nicht, sondern ihr müsst da stoppen, wo ihr merkt, ihr könnt es hier unten nicht mehr halten. Und dann zieht ihr wieder zurück und ihr zieht eben aus dem Rumpf. Und dann werdet ihr das auch sehr stark auf der Bauchmuskulatur spüren. Habt hier mehr oder weniger alles drin, sowohl eine statische als auch eine dynamische Komponente. Sehr gute Übung. Aber es ist auch klar, wenn ihr zum Beispiel das Ganzkörpertraining dreimal die Woche macht, könnt ihr natürlich auch wechseln und auch andere Übungen mal machen, die ihr so kennt, auf die ihr Lust habt. Müsst euch da auch nicht an die 15 Wiederholungen halten. Das ist nicht so wichtig beim Bauch, sondern da einfach nur irgendeine saubere Übung finden für euch. Maximale Wiederholungsanzahl, was ihr hinkriegt, jedes Mal und fertig. Aber das ist eben auch eine interessante Variante, die mal wirklich anstrengend und schwer ist im Vergleich zu sowas wie Sit-Ups, wo man irgendwann 100 Stück am Stück schafft oder sowas, was ja auch ein bisschen nervig ist. Genau. Okay, also jetzt an sich sind wir das Workout durch. Ihr wisst prinzipiell, wie es funktioniert. 15 Wiederholungen, relativ langsame Ausführung, hohes Volumen. Jetzt nochmal auch zur Erinnerung, ihr solltet die 15 Wiederholungen schaffen. Ja, heißt, wenn ihr die 15 Wiederholungen nicht mehr schafft, dann reicht es mit Runden. Jetzt kann es natürlich so sein, ihr seid vielleicht bei den Beinen viel stärker oder bei der Übung einfach, die ihr ausgewählt habt, Variation viel stärker. Dann könntet ihr es zum Beispiel auch so machen. Liegestütze könnt ihr nicht mal, ihr habt nicht mehr, ihr habt 2x15, 1x12 gemacht, das war das absolute Limit für euch. Ja, dann übertreibt es nicht, weil zwei Tage später solltet ihr ja schon wieder Ganzkörpertraining machen im Optimalfall. Das heißt, dann vierte Runde machen, aber ohne die Liegestütze. Macht nochmal die Beine, weil die noch nicht richtig müde sind. Also auch so könnt ihr ein bisschen variieren. Genauso ist es zum Beispiel auch so, wenn eine Übung für euch eine Variation zu leicht ist und die andere zum Beispiel zu schwer eigentlich für mehrere 15er Runden. Dann macht es zum Beispiel so, ihr fangt an, nehmt einarmige Liegestütze, schafft gerade so 15 Wiederholungen
Und dann seid ihr, also habt ihr ja, euch verausgabt. Ja, es macht Bock für euch. Ihr merkt, ich komme vorwärts auch bei dieser schweren Übung. Ja, ihr könnt vielleicht dann ein paar Einheiten später schon 2x15 machen. Ja, aber an sich macht ihr einmal 15. Und dann danach macht ihr normale Liegestütze oder noch eine andere Zwischenvariation. Das heißt, ihr seid voll müde, dann sind auf einmal die normalen Liegestützen auch gar nicht so einfach mit der langsamen Ausführung. Und so könnt ihr euch dann steigern. Das heißt, ihr müsst auch nicht jeden Durchgang die gleiche Variation machen. Eben insbesondere, wenn relativ große Sprünge zwischen den Variationen sind. Das könnt ihr dazu nehmen. Und grundsätzlich ist es auch so, ihr peilt drei Durchgänge an. Wenn ihr drei schafft, könnt ihr natürlich auch gerne vier oder fünf machen. Ich würde eher dazu tendieren, wenn ihr drei sauber könnt, ja, merkt, okay, ich könnte jetzt wahrscheinlich dreieinhalb oder vielleicht sogar vier machen, dass ihr stattdessen da eine schwerere Variante nehmt, ja, dass ihr euch immer weiter herausfordert, ja, und weil es macht auch Spaß einfach vom Kopf her, dass ich jetzt nicht weiß, okay, jetzt muss ich 10-mal einen Durchgang machen, 10-mal 15 Wiederholungen, sondern dass ihr wisst, okay, drei Durchgänge, 30, 40 Minuten sauber durchziehen, dann bin ich durch und ihr habt immer neue Übungen, immer, ist ein bisschen interessant auch fürs Hirn, für euer Nervensystem, dass es nicht immer genau das gleiche ist und immer länger. Ja, also da ruhig mit der Zeit schwerer werden, von der Übungsauswahl her. Zweiter Punkt ist, jetzt könnt ihr ja sagen, naja, das ist ja jetzt eher Muskelaufbau. Was ist aber zum Beispiel mit Kraftausdauer? Ja, Kraftausdauer würde ich sagen, klar, kein Problem, können wir machen auch mit diesem Zirkeltraining. Heißt 20 bis 25 Wiederholungen pro Durchgang, kürzere Pausen, insbesondere nach einer ganzen Runde. Also ich würde nicht von Übung zu Übung sprinten, aber gerade wenn die Runde vorbei ist, statt 3 Minuten macht ihr halt nur 60 oder 30 Sekunden Pause und dann schon wieder 20 bis 25 Wiederholungen. Dann seid ihr mehr im Kraftausdauerbereich. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, naja, ich will aber auch ein bisschen sowas eher mehr Richtung Cardio gehen, ja, HIIT-Training, Gewichtsreduktion, dann macht ihr das Ganze so, dann macht ihr keine Pausen mehr zwischen den Übungen, sondern wirklich Übung 1, ihr bereitet euch vor, Übung 1, möglichst schnell zu Übung 2, direkt durchziehen, Übung 3, 4, 5 und so weiter, kurze Pause, nur 30, 60 Sekunden zwischen den Durchgängen, gleich wieder durchziehen und dann werdet ihr merken, dass es viel mehr auf die Pumpe geht, ja, der Herzschlag geht nach oben. Und dann ist es aber eben so, warum das nicht optimal ist für Muskelaufbau, weil dann ist es oft so, dass nicht mehr der Zielmuskel limitierender Faktor ist, warum ihr nicht mehr könnt, sondern insgesamt das System ist einfach übersäuert, kann nicht mehr, kommt nicht mehr hinterher. Ist absolut legitim, insbesondere wenn man Fett verbrennen will, aber für Muskelaufbau würde ich es jetzt eben nicht unbedingt empfehlen. Und bei HIIT-Training, könnt ihr gerne auch schauen, dass ihr dann auch die Wiederholung noch ein bisschen schneller ausführt, um eben insgesamt immer mehr die Herzfrequenz nach oben zu hauen, dass es immer mehr auf die Pumpe geht. Aber eben anderer Fokus. Jetzt gibt es vielleicht auch viele, die sagen, naja, gerade geht kein Fußball mehr, ich bin aber eher ja, Athlet, mache quasi eine Sportart und Krafttraining nur zum Ausgleich. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, dann mache ich das Ganze dynamischer. Ja, und nicht mehr 15 Wiederholungen, sondern vielleicht nur so 10 Wiederholungen pro Durchgang. Und statt der langsamen Ausführung kann ich zum Beispiel sagen, hier bei dem Bulgarian Split Squat zum Beispiel, ich gehe kontrolliert runter, dynamisch nach oben, runter, dynamisch nach oben. Ja, oder einfach hier explosiv raus. Ja, also mehr dieses dynamische, explosive, ja, trotzdem nicht hetzen, nicht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Kontrolliert kurz runter, pam, explosiv. Ja, also mehr auf die Art zum Beispiel, mehr Richtung Athletik gehen. Ja, bei Liegestützen könnt ihr hier sowas machen zum Beispiel. Ja, also hier einfach das Training ein Stück weit so anpassen, dass es für euren Fokus besser ist. Genau, das Letzte wäre noch, wenn man jetzt mehr auf Kraft gehen will. Ja, also nicht primär Muskelaufbau, sondern mehr Richtung Kraft. Klar, Muskelaufbau hat man dann auch ein bisschen dabei. Heißt einfach eher statt 15, 8 bis 12 Wiederholungen, statt 3:01 auch wieder ein bisschen schneller die Übung ausführen. Also zum Beispiel Bulgarian Split Squat, ich bin hier, ja, gehe wieder kontrolliert runter, hoch, runter, hoch. Während beim Muskelaufbau sah es eben so aus, kontrolliert runter, hoch. Ja, langsamer, quasi länger die Spannung auf dem Muskel. Dadurch, dass ich nicht so lange den Muskel anspannen, ein bisschen weniger Wiederholung kann, kann ich mit dem Gewicht mehr nach oben gehen, habe ein besseres Resultat, was den Kraftzuwachs angeht. Aber was ich nicht unbedingt empfehlen würde zu Hause, ich würde das auch mal als Zeit nutzen, dass Bänder und Sehnen und so ein bisschen vielleicht ausheilen können, auch ein Stück weit regenerieren können. Also was ich nicht machen würde für alle, die richtig schwer trainieren, mir Varianten für zu Hause suchen und ständig irgendwie im Bereich 1 bis 5 Wiederholungen arbeiten und das dann noch als Zirkeltraining, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Gerade auch, weil man sich ja da mehr auf die Technik konzentrieren muss, muss wirklich ausgeruht sein, muss fokussiert sein auf die Wiederholung, auf das schwere Gewicht. Das heißt, guckt eher, dass ihr dieses Zirkeltraining für die anderen Varianten, die ich jetzt genannt habe, einsetzt.
Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt viel anfangen mit dem Trainingsplan. Ich habe euch auch einiges an die Hand gegeben, wie ihr es ein bisschen für euch anpassen und variieren könnt. Über positives Feedback freuen wir uns natürlich, wie ihr es fandet. Oder auch über Anregungen, wie wir das vielleicht besser machen können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke und ciao.